So, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann können wir auch in die Tagesordnung eintreten. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 10. Das ist die Beschlussempfehlung und der Bericht des Haushaltsausschusses zu dem Antrag der Landesregierung betreffend 141 Gesetz. Der Berichterstatter ist der Kollege Wolfgang Decker. Lieber Kollege Wolfgang Decker, wir rufen mit auf den Tagesordnungspunkt 2. Da ist der Kollege auch Berichterstatter. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 3. Das ist die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung 2031-35. Auch hier ist der Kollege Decker Berichterstatter. Und jetzt darf ich ihn bitten, den Bericht zu den Tagesordnungspunkten 10, 2 und 3 zu erstatten. Lieber Kollege Decker, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Dann tue ich das auch. Wir beginnen mit der Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses zum Antrag der Landesregierung Ausnahmesituation aufgrund der Coronavirus-Pandemie. Hier der Beschluss nach § 2 des Artikel 141 Gesetzes. Die Beschlussempfehlung lautet, der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum, den Antrag anzunehmen. Die Empfehlung ergeht mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und DIE LINKE gegen AfD und Freie Demokraten bei Stimmenthaltung der SPD. Dann die Beschlussempfehlung über das Gesetz Sondervermögen Hessens gute Zukunft, Hessens gute Zukunft sichern. Da lautet die Beschlussempfehlung, der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in der in der zweiten Lesung beschlossenen Fassung unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 20-3124 damit in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung in dritter Lesung anzunehmen. Diese Beschlussempfehlung ergeht mit den Stimmen der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen SPD und AfD bei Stimmenthaltung der Freien Demokraten und DIE LINKE. Und dann der Gesetzentwurf, zweites Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes. Hierzu jede Menge Änderungsanträge, die Sie bitte der Vorlage entnehmen. Die Beschlussempfehlung lautet, der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in der Fassung der zweiten Lesung unter Berücksichtigung des folgenden mündlichen Änderungsantrags in dritter Lesung anzunehmen. Die sich daraus ergebende Fassung ist in der Anlage beigefügt. In Artikel 1 Nummer 5 wird in § 15a Absatz 6 nach den Worten durch eine Richtlinie der Punkt durch ein Komma ersetzt und werden die Worte, die der Zustimmung des Haushaltsausschusses des Landtags bedarf, angefügt. Diese Beschlussempfehlung ergeht mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der SPD, AfD, Freien Demokraten und DIE LINKE. Und der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum, den einzelnen folgenden Beschlüsse zu fassen. Auch das entnehmen Sie bitte der Drucksache. Herr Präsident, ich habe jetzt noch zwei weitere Beschlussempfehlungen, nämlich zu dem Antrag der LINKEN, Vermögensabgabe, wo wir das auch gleich mitmachen, und dann auch noch zu den Jugendherbergen. Ja, machen wir gleich mit. Machen wir gleich mit. Ja? Okay, also dann fügen wir das noch an. Hier geht es um den dringlichen Antrag der Fraktion DIE LINKE, Einführung einer Vermögensabgabe, um Kosten der Corona-Krise zu tragen. Und hier empfiehlt der Haushaltsausschuss, den Antrag abzulehnen. Das ergeht mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, der AfD und Freie Demokraten gegen DIE LINKE bei Stimmenthaltung der SPD. Und schließlich Antrag SPD-Fraktion, Jugendherbergen in der Corona-Krise. Landesregierung muss Stornokosten für anfallende Klassenfahrten übernehmen. Hier lautet die Beschlussempfehlung, der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum, den Antrag abzulehnen. Dies ergeht mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der SPD, Freien Demokraten und DIE LINKE bei Stimmenthaltung der AfD. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Decker. Wir waren jetzt, Kollege Decker und ich, waren jetzt einfach mal so frech, davon auszugehen, dass Herr Berichterstatter Jan Schalauske zum Tagesordnungspunkt 9 und die Berichterstatterin Kerstin Geist zum Tagesordnungspunkt 12 einverstanden waren. Waren Sie einverstanden? Wunderbar. Das ist sehr schön. Wunderbar. Dann ist ja alles, haben wir doch alles richtig gemacht und die Akten sind auch sauber. Sehr schön. So ist das. Dann haben wir uns auf eine Redezeit von 15 Minuten je Fraktion verständigt. Und ich darf erteilen das Wort dem Kollegen Marius Weiß für die Fraktion der Sozialdemokraten. Zum Verlauf würde dann Frau Klaus das Wort erteilen, dann der AfD, dann den GRÜNEN, dann der FDP, dann der LINKE und dann spricht die Landesregierung. Bitte schön, Herr Kollege Weiß, Sie haben das Wort. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Debatte stellt einen Abschluss und einen Anfang dar. Nach Wochen von Verhandlungen und teils hitzigem Streit wird die schwarz-grüne Mehrheit heute
ein 12 Milliarden schweres Sondervermögen beschließen. Und danach beginnen die Sommerferien, in denen wir hoffentlich alle die Zeit finden, mal etwas durchzuschnaufen. Deswegen sollten wir heute die Zeit nutzen, noch einmal den Kern dessen zu betrachten, um das es geht. Wir sollten uns vergegenwärtigen, dass wir als Solidargemeinschaft in den letzten 4 Monaten geleistet haben. 6 Millionen Hessen haben weitgehend einen Lockdown gemeinsam gemeistert. Die Menschen haben ihr Verhalten geändert aufgrund von Ansprachen und Vorgaben. Die Pandemie war milder als in vielen anderen Ländern weltweit. Das ist eine unglaubliche Leistung, und vielleicht sollten wir uns das auch öfter mal selbst sagen und uns auf die Schulter dafür klopfen. Aber wenn gesagt wird, es war solidarisch und alle Menschen halten zusammen, dann ist das nur ein Teil der Wahrheit. Natürlich treffen die Maßnahmen unsere Bevölkerung auf unterschiedliche Weise. Das heißt, die gleichen Maßnahmen haben nicht die gleichen Folgen für die Menschen. Wenn z. B. die Altenheime von der Landesregierung ein Besuchsverbot bekommen, dann betrifft das natürlich Familien, die alte und pflegebedürftige Mitglieder haben, anders als Familien, die junge und kerngesunde Mitglieder haben. Und das kann man durchdeklinieren. Verheiratete sind anders betroffen als Alleinerziehende, Unternehmer anders als Angestellte, die ins Homeoffice konnten. Je länger die Maßnahmen dieser Pandemie gehen, desto mehr fächert sich natürlich auch diese Gesellschaft in kleine Gruppen auf, die sagen, Moment, bin ich nicht solidarischer als der andere? Und die einzelnen Gruppen fangen dann an zu vergleichen. Und dadurch entsteht ein Gefühl von, muss ich mich anders positionieren, um meine Interessen hier verwirklicht zu sehen? Und ich glaube, da ist jetzt die Regierung gefragt, um die zweite Stufe der Solidarität zu tragen, mit Hilfsmaßnahmen die Ungerechtigkeiten jetzt wieder auszugleichen. Also die Solidarität ist eigentlich eine Gerechtigkeitsfrage, inwieweit die Landesregierung das jetzt auffangen kann, was sich eben nicht gleich auswirkt, obwohl es aus den gleichen Maßnahmen resultiert. Das ist der Maßstab, an dem die Öffentlichkeit und die Opposition, die Landesregierung und die von ihr umgesetzte Politik messen werden, jetzt und in Zukunft. Bei SPD und FDP hat es die Öffentlichkeit leicht zu urteilen, ob die von Ihnen vorgeschlagenen Maßnahmen tauglich sind, eine solche Ausgleichswirkung zu entfalten. In der Drucksache 20-3054 haben wir unsere Vorschläge ausführlich aufgelistet. Sie wurden alle von Schwarz-Grün abgelehnt, ebenso wie unsere Anträge für Hilfen für Jugendherbergen oder für Busunternehmen, die Corona-bedingte Ausfälle haben. Alles von Schwarz-Grün abgelehnt. Bei uns liegt es transparent auf dem Tisch, was wir wollen. Bei Schwarz-Grün herrscht dagegen totale Intransparenz. Öffentlich gibt es nur Ankündigungen, aber in dem Gesetz zum Sondervermögen steht keine einzige konkrete Umsetzung drin. Warum veröffentlichen Sie eigentlich Ihre 6-seitige Liste nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und GRÜNEN? Ich kann es Ihnen sagen. Ich kann es Ihnen sagen, weil dann jeder sehen könnte, dass es bei Ihnen eben nicht nur um den Ausgleich von Corona-bedingten Ungerechtigkeiten geht, sondern zum erheblichen Teil um die Befriedigung Ihrer eigenen politischen Partikularinteressen. Ich finde es respektlos, wenn grüne Abgeordnete schon in sozialen Medien Wohltaten ankündigen, die nicht konkret in dem Gesetz stehen und das Gesetz hier noch nicht einmal verabschiedet wurde. Und ich fordere Sie hiermit auf, Ihre Liste mit den Dingen, die Sie mit den 12 Milliarden € anstellen wollen, umgehend zu veröffentlichen, und zwar aufgeschlüsselt für jedes Jahr, damit jeder weiß, welche Teile Sie sich bewusst für das Wahlkampfjahr 2023 aufheben wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Meine Damen und Herren, das vorgeschlagene Sondervermögen ist nicht tauglich, auf die Krise angemessen zu reagieren. Auf die entsprechenden Stellungnahmen vom Hessischen Rechnungshof, dem Steuerzahlerbund, dem Verband der Familienunternehmer oder der Vereinigung der Hessischen Unternehmerverbände ist hier schon an den letzten Plenartagen mehrfach verwiesen worden. Das Sondervermögen ist rechtlich unsicher, es ist intransparent,
Es kommt zu früh, da bereits in 2 Monaten die nächste Steuerschätzung kommt, und es verschiebt Macht vom Parlament zur Regierung. Es beinhaltet keinen einzigen Punkt zu Mehreinnahmen oder Minderausgaben, sondern besteht allein aus schuldenfinanzierten Mehrausgaben. Und zum Thema Schulden will ich hier noch ein paar Sätze sagen. Michael Boddenberg wird nicht erst durch Corona hessischer Schuldenkönig. Er war es schon vorher. Er trug und trägt die CDU-Regierung seit 1999 mit, die mehr Schulden aufgehäuft haben als die SPD in ihren 50 Regierungsjahren zusammen. In den zurückliegenden 4 Jahren, die mit hoher Beschäftigungsquote und niedrigen Zinsen fiskalisch die besten Voraussetzungen geboten haben, hat diese Regierung gerade einmal 200 Millionen € pro Jahr zurückgezahlt, unter besten Rahmenbedingungen. Und jetzt soll ein Sondervermögen beschlossen werden, das über 30 Jahre mit der doppelten Summe im Schnitt zurückgezahlt werden soll, die man in den besten Jahren zurückgezahlt hat. So viel zu der Mehr, das man in den letzten Jahren für eine solche Krise vorgebaut hätte. Nichts dergleichen hat die CDU getan, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nichts dergleichen. Vorgestern hat dann auch endlich Ministerpräsident Bouffier einmal das Wort in der Debatte um das Sondervermögen ergriffen. Dabei hat er so getan, als hätte er mit der bisherigen stattgefundenen Diskussion nichts zu tun und wie immer versucht, sich großväterlich zu geben. Wir sollten pfleglich miteinander umgehen, hat er gesagt. Ich dachte mir dabei sofort, wen meint er denn damit? Wen meinen Sie denn damit? Ach, mich, Herr Bouffier. Ich sage Ihnen mal ein paar Zitate. Sie Veranstaltungen Empörungsorgien. Sie lassen das Land im Stich. Wir handeln in Notwehr gegen Sie. Sie veranstalten ein Drama. Wir ziehen Ihnen Ihren Blockadebolzen. Das war der Ton von Abgeordneten von CDU und GRÜNEN in den letzten Sitzungen, Herr Ministerpräsident. Tarek Al-Wazir legte im Sommerinterview von RTL Hessen nach, indem er sagte, wir wollen nicht darauf angewiesen sein, ob SPD und FDP Zeit in ihren Terminkalendern finden. Und der Tiefpunkt war vorgestern Matthias Wagner, der aus unserem Hinweis auf die Einstimmenmehrheit von Schwarz-Grün eine Kooperation von uns mit der AfD unterstellt hat. Das war definitiv der Tiefpunkt. Schwarz-Grün und Sie persönlich, Herr Ministerpräsident, stehen für das Auseinanderklaffen von Rhetorik und Handeln. Wer so unsäglich und niveaulos über Kolleginnen und Kollegen redet, wie Schwarze und Grüne in diesem Haus, der sollte sich mit dem Aufruf nach pfleglichem Umgang besser zurückhalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine ausgestreckte Hand hat eine andere Bedeutung, wenn an ihr vorne ein Mittelfinger abgespreizt ist. Herr Ministerpräsident, Sie konnten die gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung der Schuldenbremse nicht einhalten. Und durch das Ändern dieser gesetzlichen Vorgaben vorgestern haben Sie Ihr Versagen auch eingestanden. Sie haben sich nicht die Bohne um die Verhandlungen mit der Opposition gekümmert, sondern sich erst kurz vor Schluss alibimäßig gemeldet, als das Kind längst im Brunnen war. Sie haben die politischen Lager in diesem Land nicht versöhnt, sondern gespaltet. Sie sind der einzige der 16 Regierungschefs der Länder, der keine Einigung über Parteigrenzen hinweg zustande gebracht hat, und das, obwohl Sie hier wahrscheinlich die verantwortungsvollste Opposition der Republik haben. Ja, ist so. Das ist so. Ich frage mich, Herr Ministerpräsident. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Pentz? Nein. Herr Ministerpräsident, aber Herr Kollege Pentz, Sie brauchen ja nur mal über den Rhein zu der Populistentruppe der Balde auf CDU zu schauen, dann wissen Sie, wie gut es Sie es mit uns haben hier. Zum,
Zum Schluss muss ich doch noch einmal ein paar Worte darüber verlieren, warum CDU und GRÜNE das Sondervermögen hier heute mit ihrer Einstimmenmehrheit durchsetzen können. Die Abschaffung der Zweidrittelmehrheit vor zwei Tagen hier an gleicher Stelle war ein politischer Offenbarungseid. Die Begründung der fehlenden Praktikabilität ist schlicht falsch und widerlegt. Und in ihrer Hilflosigkeit hat die CDU hier am Donnerstag sogar das von Ihnen selbst vor sieben Jahren geschaffene Gesetz als verfassungswidrig bezeichnet. Nur zwei Punkte dazu. Es ist nicht so, dass die hessische Verfassung nur die einfache Mehrheit kennt, wie von Herrn Müller hier behauptet. Artikel 88 kennt nur den Regelfall. Für den Ausschluss der Öffentlichkeit oder eine Ministeranklage ist laut Verfassung sogar eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Und für eine Landtagsauflösung oder die Wahl des Ministerpräsidenten fordert die Verfassung eine qualifizierte Mehrheit, die Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Landtags. Moment mal, qualifizierte Mehrheit? Die war da nicht was? Die Zweidrittelmehrheit kam zwar erst 2013 durch CDU und FDP ins Gesetz. Diskussionen und Beschlussfassungen des Landtags zur Schuldenbremse gab es aber schon früher, zum Beispiel am 15.12.2010. Da hat der Landtag hier den Antrag der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und Bündnis 90 die Grünen mit der Drucksache 19/1834/92 beschlossen. Auf diesem Beschluss fußt das Gesetz von 2013. Und in dem Antrag heißt es, das Ausführungsgesetz zur Schuldenbremse soll bestimmen, dass für die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelungen des Artikel 141 Absatz 3 und Absatz 4 HV Hessische Verfassung die Zustimmung einer qualifizierten Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Landtags in jedem Fall erforderlich ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, CDU und GRÜNE weichen die Schuldenbremse nicht nur auf, indem sie die Zweidrittelmehrheit gestrichen haben. Sie gehen sogar noch hinter das Erfordernis einer qualifizierten Mehrheit zurück, für das Sie selbst, auch die GRÜNEN, vor zehn Jahren noch gestimmt haben. Mit bloßer, einfacher Mehrheit der Anwesenden können die Regierungsfraktionen jetzt die Schuldenbremse aussetzen. Wenn Schwarz-Grün hier immer wieder betont, dass Sie die Mehrheit sicherstellen können, warum schreiben Sie die denn dann nicht die qualifizierte Mehrheit ins Gesetz? Ich weiß es, weil Sie die nicht immer sicherstellen können, wie wir in der vergangenen Woche gesehen haben. Sie haben daher ganz bewusst die niedrigste denkbare Mehrheitserfordernis gewählt, weil Sie auf die Unterstützung der Linkspartei und die Zerstrittenheit der Hakenpartei bauen. Das ist doch die Wahrheit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bei einer Anhörung zum Artikel 141 Gesetz wäre sicher aufgefallen, dass Schwarz-Grün hinter ihre selbst einmal gesteckten Anforderungen zurückgefallen ist. Deshalb haben CDU und GRÜNE unseren Antrag auf eine Anhörung auch lieber abgelehnt. Hessen ist bei den Anforderungen an eine Schuldenbremse um vier Stufen gesunken. Von der Zweidrittel der gesetzlichen Zahl auf zwei Drittel der Anwesenden, da waren wir noch mit dabei, jetzt noch einmal unter die qualifizierte Mehrheit auf die einfache. Wenn Matthias Wagner hier immer erzählt, dass Hessen die höchsten Anforderungen an eine Ausnahme hat, dann war das falsch. Richtig ist hingegen, dass Hessen jetzt dank Schwarz-Grün die niedrigsten Anforderungen bundesweit hat. Da brauchen Sie nicht so verschämt auf den Boden zu gucken, liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU. Selbst Baden-Württemberg und Bremen sehen für eine Ausnahme eine qualifizierte Mehrheit vor. Sie dürfen sich also nicht wundern, wenn die Linkspartei Ihnen applaudiert, liebe Kollegen von der CDU. Mehr hätte ein Finanzminister Schalauske auch nicht erreichen können. Liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und GRÜNEN, die Debatte zur Zweidrittelmehrheit ist jetzt erledigt. Sie brauchen die Opposition nicht mehr für die Aussetzung der Schuldenbremse. Sie brauchen sie nicht mehr für die Nachtragshaushalte, und Sie brauchen sie nicht für ein Sondervermögen. Das haben Sie jetzt ganz alleine in der Hand. Wenn Sie das Sondervermögen heute mit einfacher Mehrheit beschließen,
dann stellen Sie sich damit selber das Misstrauen aus, dass Sie nicht in der Lage sind, in den nächsten 3,5 Jahren als Haushaltsgesetzgeber Ihrer Regierung jederzeit die Unterstützung zu geben, die sie braucht. Sie beschneiden mit diesem Sondervermögen die Rechte des gesamten Parlaments, auch Ihre eigenen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlichen Dank, Herr Kollege Weiß. Nächste Rednerin für die Fraktion der CDU ist deren Vorsitzende, die Kollegin Ines Claus. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, heute ist Samstag. Das ist immer ein besonderer Tag im Hessischen Landtag, wenn das Plenum tagt. Manchmal haben wir uns an diesem Tag konstituiert. Heute geht es um viel Geld. Und ich darf auch für die CDU-Fraktion sagen, dass es ein besonderer Tag ist, weil wir natürlich vollständig heute da sind. Und deswegen möchte ich auch Danke sagen an die Kollegin Lena Arnold, die kurz nach der Geburt ihrer Tochter Mathilda heute bei uns ist. Und vielleicht erledigt sich insoweit schon einmal der ein oder andere Angriff auf die Einstimmenmehrheit. Aber heute ist Samstag, und das war der Tag, nachdem gestern ganz viele Schülerinnen in Hessen Zeugnisse bekommen haben. Zeugnisse nach einem Schuljahr, in dem in der letzten Zeit kein Unterricht stattgefunden hat, weil die Schulen zu waren. Das Coronavirus hat uns komplett verändert, hat das Leben auf Null gestellt. Die Übersterblichkeit ist weiterhin weltweit sehr hoch. Ein unsichtbarer Feind, der also zum Handeln zwingt. Zunächst zum Schutz von Menschenleben und jetzt zum Schutz von Menschen, damit sie wieder zurück in ihre Normalität kommen können, zurück in ihren Alltag. Einen Monat lang mussten Geschäfte schließen. Über 550.000 Menschen waren allein im Monat Mai in Hessen in Kurzarbeit. Die Arbeitslosenquote steigt weiter, auch wenn nicht so hoch in Hessen wie in anderen Bundesländern. Das ist das Setting. Wir sind in der schlimmsten Krise unseres Landes seit seiner Gründung. Und wir sind in Verantwortung, die besten Lösungen für die Bewältigung dieser Krise zu finden. Der Bund nennt es Wumms. Wir haben eine Lösung, die schnell, planbar und verlässlich ist. Für uns steht fest, diese große Krise braucht eine große Antwort. Unsere Antwort ist das gute Zukunftssicherungsgesetz und der zweite Nachtragshaushalt für das Jahr 2020 sowie das bereits verabschiedete Kommunalpaket. Das nun streitbefangene Sondervermögen dient ausschließlich der Finanzierung notwendiger Maßnahmen zur Beseitigung der direkten und indirekten Folgen der Corona-Pandemie. Hessen ist übrigens nicht alleine mit einem Sondervermögen, das wissen Sie. Es gibt andere Bundesländer wie Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Bremen, Saarland und, und. Es wurde, Frau Faeser, ich sage Ihnen gleich noch einiges, es wurde hier sehr viel gestritten und eben weiterhin. Deswegen erlaube ich mir einfach noch einmal zu den Inhalten zu reden. Machen wir so. Ich rede noch ein bisschen zu den Inhalten. Wir setzen in diesem Sondervermögen Schwerpunkte. Und das ist eigentlich auch unstreitig gewesen. Für den Erhalt der hessischen Wirtschaft sind 1,5 Milliarden € vorgesehen. Damit wollen wir unter anderem die Möglichkeit schaffen, dass sich das Land direkt an Unternehmen beteiligen kann, um deren Eigenkapital zu stärken. Zudem sind weitere Maßnahmen geplant, die die Liquiditätsausstattung der Unternehmen verbessern. Ein weiterer Fokus, und der ist, glaube ich, auch unbestritten, liegt auf der digitalen Transformation. Gerade jetzt wurde doch deutlich, wie wichtig digitale Anwendungen sind beim Homeschooling, beim Homeoffice und Videokonferenzen. Überall ein riesiger Schub, und den müssen wir doch jetzt weiter vorantragen.
Der dritte Schwerpunkt von Hessens Gute Zukunft sichern liegt auf der Verpflichtung, Maßnahmen zur Belebung der Konjunktur, wo immer möglich, zu nachhaltigem und klimaschonendem Wachstum zu nutzen, auch unstreitig. Viele junge Menschen fragen sich doch gerade, wie geht es mit der Ausbildung weiter. Deswegen soll im Sondervermögen ein Zuschuss an Betriebe mit Ausbildungsverhältnissen und ein Schutzschirm für Auszubildende finanziert werden. Neben der beruflichen Bildung wollen wir auch die akademische Bildung durch die Erweiterung der Mittel für Nothilfe für Studierende bereitstellen. Und noch ein Fokus auf dem Gesundheitsbereich, auch unbestritten. Ein wesentlicher Ausgabenblock ist hier der Erwerb von Schutzausstattung. Dabei sind bereits erhebliche Mittel aufgewendet worden und nach unseren Planungen bis zu 500 Millionen € erforderlich. Und zudem, und auch wohl unbestritten, haben wir bereits einen Pflegebonus vorgesehen. Und schließlich haben wir unsere hessischen Kommunen im Blick, dass die auch krisenfest ausgestattet sind. Denn auch die Kommunen haben mit Steuermindereinnahmen bei steigenden Ausgaben zu kämpfen. Deswegen wollen wir den Kommunen bis zu 2,5 Milliarden € bereitstellen. Diese Mittel stehen dann vorsorglich etwa zur Finanzierung von Mehrbedarfen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs oder zum Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen zur Verfügung. Meine Damen und Herren, der zweite Nachtragshaushalt enthält dann zwei dringend erforderliche Maßnahmen, die nicht auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sind, einmal für den Hessenforst und einmal für einen Brandschaden an der Hochschule in Frankfurt. Darüber hinaus bildet der zweite Nachtrag die Finanzierung der konjunkturellen Steuermindereinnahmen ab, mit denen das Land im laufenden Jahr rechnen muss. Nach der Mai-Steuerschätzung müssen wir im laufenden Jahr mit Steuermindereinnahmen von rund 3 Milliarden € rechnen. Durch den Einsatz der Konjunkturausgleichsrücklage von bislang 1 Milliarde € sowie einer globalen Minderausgabe und dem Verzicht auf die geplante Schuldentilgung ist es gelungen, die konjunkturelle Kreditaufnahme auf 1,7 Milliarden € zu senken. Hier hat es sich doch ausgezahlt, dass wir in den vergangenen Jahren die Konjunkturausgleichsrücklage stetig aufgebaut haben. Denn wir sind über jeden Euro froh, den wir nicht kreditfinanziert benötigen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich sage es an dieser Stelle noch einmal sehr, sehr deutlich. Wir bekennen uns zur Schuldenbremse in der Hessischen Verfassung und im Grundgesetz. Und genau diese Schuldenbremse erlaubt Kreditermächtigung in Krisenzeiten unter den Voraussetzungen, dass alle Notfallkredite mit einem verbindlichen Tilgungsplan verknüpft werden müssen. Und, Frau Kollegin Wissler, wir sind nicht umgefallen von der CDU. Wir stehen ziemlich fest in Verantwortung und ziemlich fest an der Seite der Bürgerinnen und Bürger, und die verdienen jetzt eine Antwort. Unsere Antwort ist, die Tilgung der Kredite über einen Zeitraum von 30 Jahren vorzunehmen. Wir orientieren uns übrigens auch da an der Vorgehensweise, wie wir sie bereits bei der Hessenkasse oder beim Kommunalen Schutzschirm gewählt haben. Wir werden auch bereits, und das machen andere Länder nicht, im Jahr 2021 mit der Tilgung des Sondervermögens beginnen. Rein formell weise ich noch darauf hin, dass sich durch den Beschluss des Landtages am Donnerstag und die damit verbundene Änderung des Artikel 141 Gesetzes die Formulierung in den letzten beiden Absätzen der Begründung überholt haben. Eine Tilgung von 7 Jahren, wie dort noch aufgeführt, ist mittlerweile nicht mehr vorgesehen. Es gilt jetzt eine Tilgung in angemessenem Zeitraum. Ja, das sind Lasten für die zukünftigen Haushalte. Das bestreiten wir nicht. Wir wissen auch nicht,
Ich weiß nicht, was mich meine Kinder in 30 Jahren fragen werden zum Sondervermögen. Aber eine Sache ist doch relativ klar, was mich meine Kinder, was uns unsere Kinder fragen werden, wenn wir jetzt nicht handeln. Warum habt ihr euch nicht um die Arbeitsplätze gekümmert? Warum habt ihr euch nicht um die Ausbildungsplätze gekümmert? Warum habt ihr euch nicht gekümmert um die Forschung? Meine sehr geehrten Damen und Herren, den ersten Nachtrag haben wir zusammen hinbekommen. Das bestreiten wir nicht, das stellen wir fest, und wir bedanken uns auch dafür. Ja, ich bedanke mich für den sehr ernsthaften und sehr ausgiebigen oder um die sehr ausgiebigen Bemühungen auch des Finanzministers in der zweiten Runde, hier auch einen Kompromiss herzustellen. Da waren wir nun schließlich dabei und haben diese sehr ernsthaften Bemühungen miteinander diskutiert. Und alle despektierlichen Bemerkungen eines erkauften Angebotes oder Ähnliches weise ich hier ausdrücklich zurück. Genauso wie ich feststelle, dass es beim ersten Nachtrag geklappt hat, stelle ich fest, dass es beim zweiten Nachtrag nicht geklappt hat. Zwei Finanzinstrumente, kein Konsens, aber ich stelle es sachlich fest. Nun ist Ihre Geschichte wiederum nicht von Sachlichkeit geprägt, sondern ist geprägt von großen Worten. Die Bandbreite reichte von Anschlag auf Parlamentsrechte, Unmoral, Charakterlosigkeit und. Das war die ganz große Klaviatur. Und was wir eben noch erlebt haben, war der absolute Tiefpunkt. Aber das Gute am Tiefpunkt ist, danach geht es wieder bergauf. Aber okay, es war die ganz große Klaviatur in den Worten, aber Ihre Lösungen, die waren äußerst kleinteilig. Falls Sie nun also wieder mit den Lösungen des Bundes kommen, sei mir noch gestattet zu erwähnen, dass der Bund auch mit Nachtragshaushalt und Sondervermögen arbeitet. Das wissen Sie auch genauso, und ich erwähne es noch einmal, wie eine große Anzahl von anderen Ländern. Meine Damen und Herren, Ihre Geschichte ist übrigens auch geprägt von ganz schlichten Versuchen, die Koalition mit parteipolitischen Sticheleien wiederum im kleinen Karo anzugreifen. Mal mit Hunden, mal mit Krötentunneln oder Nasenringen. Unsere Antwort ist, Lösungen vorzulegen. Unsere Lösungen müssen tragen. Unsere Lösungen verbieten Parteiklamauk. Unsere Lösungen sind Lösungen für Hessen. Für die Koalition sage ich Ihnen sehr deutlich, wir haben einen Plan vorgelegt, der nicht der Parteiarithmetik, sondern den Menschen in Hessen helfen soll. Ihre Lösung ist kleinteilig und aufschiebend. Uns geht es hier ums nachhaltige Jetzt. Und nebenbei, ein Jetzt kann man nicht schieben. Dann wird es zum Gleich, zum Später oder vielleicht zum Nie. Verantwortung und Planungssicherheit besteht aus Handeln und nicht aus Aufschieben. Ihre Kriegskassen- und Spielgeldvorwürfe, die laufen doch auch ins Leere. Das wissen Sie auch. Natürlich haben wir auch ein ernsthaftes und parlamentarisches Interesse, dass das Sondervermögen juristisch ordnungsgemäß und tragfähig ist. Wir haben natürlich das Parlament im Blick. Deswegen haben wir eine Befassung des Haushaltsausschusses auch mit einer Freigabegrenze von 1 Million € vorgesehen und die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Positionen im Gesetz auf 10% begrenzt. Zudem wird vierteljährlich über den Vollzug des Sondervermögens berichtet. Eine solch engmaschige Kontrolle gibt es doch sonst bei keinem Haushalt. Meine Damen und Herren, kurzum, zwei Instrumente, die gegeneinander stehen. Das ist demokratischer Wettkampf. Wir haben uns aus Überzeugung für unseren Weg entschieden. Der Bund beantwortet die Krise mit einem Wumms, einem Paukenschlag. Wir stimmen ein in dieses Orchester der Länder, des Bundes und Europa. Die Krise verdient eine große Lösung. Wir haben uns in diesem Orchester auch für die Pauke entschieden.
die nachhallen soll. Die Opposition entscheidet sich für die Blockflöte alle 3 Monate. Unbestritten auch ein sehr schönes. Die Blockflöte, lassen Sie mich doch zur Blockflöte reden. Die Blockflöte ist unbestritten ein unheimlich schönes Instrument, aber es passt nicht zum Jetzt, genauso wie jetzt Ihre Lösung nicht passt. Wir geben nun die große Antwort aus Verantwortung für die Menschen in der Krise, und zwar jetzt, und zwar heute, und zwar am Samstag. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Claus. Nächster Redner ist der Abg. Heidkamp für die Fraktion der AfD. Es müsste, meine sehr geehrten Damen und Herren, doch ein bisschen ruhiger im Plenarsaal werden. Das ist meine höfliche Bitte an Sie alle. Und jetzt schenken wir unser Ohr dem Redner Heidkamp. Bitte schön. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, Herr Weiß, ich danke Ihnen, dass Sie uns die Interna der Gespräche mit der Regierung berichten. Und ich muss wirklich sagen, ich bin froh, dass Herr Boddenberg uns nicht eingeladen hat. Meine Vorrednerin, das war leider ein bisschen peinlich. Denn Sie haben ja vollkommen offen gesagt, dass ein Teil dieses ganzen Sondervermögens eben nicht für die Pandemie eingesetzt wird, sondern z.B. für den Aufbau einer digitalen Infrastruktur. Das wussten wir aber schon im Februar 2020. Seit 2 Tagen hat sich für die von den Fraktionen der CDU, Bündnis 90 Grüne, seit dem Jahr 2014 getragene Regierung endlich ein lang gehegter Traum erfüllt. Seit vorgestern hat sie die volle Kontrolle über die Ausführung des über eine Volksbefragung im März 2011 in die Hessische Verfassung aufgenommenen Artikels 141 zur Schuldenbremse. Bei der LINKEN durften die Korken geknallt haben. Der Politik wurde damals von den Bürgern aufgetragen, endlich Verantwortung zu übernehmen für die zuvor kontinuierlich wachsenden, absehbar untragbaren Schuldenberge, die wir sonst den nachfolgenden Generationen zwangsläufig hinterlassen werden. Nach einer intensiven, sehr kontrovers geführten Diskussion auch hier im Hause, insbesondere zwischen den damaligen Regierungsparteien CDU und FDP mit der SPD, wurde die hohe Hürde der Zustimmung von 2/3 aller Mitglieder des Landtags für die Feststellung einer Ausnahmesituation in das Ausführungsgesetz zum Artikel 141 der Verfassung aufgenommen. Es sollte ausdrücklich einer missbräuchlichen Auslegung der Schuldenbremse vorgebeugt werden. Bei der ersten sich bietenden Gelegenheit, bei der ersten herausfordernden Prüfung des Gesetzes der aktuellen Corona-Pandemie wird die sich bisher sehr erfolgreich erwiesene Schuldenbremse von der aktuellen Regierung ihrer Wirkung beraubt. Ihr wird der Zahn gezogen mit der pauschalen Aussage, sie sei nicht praktikabel. Der Ministerpräsident war damals derselbe wie heute. Der Finanzminister war ein anderer, der Koalitionspartner ebenfalls. Wenn die nach Ihrer Interpretation nicht gegebene Praktikabilität ein entscheidendes Kriterium für nachträgliche Änderungen wesentlicher Gesetze ist, dann müssen bald ganze Gesetzesbücher umgeschrieben werden. Bei den sich zukünftig ändernden Mehrheitsverhältnissen kommt da viel Arbeit auf die Alternative für Deutschland zu.
war aber nicht die Änderung des Ausführungsgesetzes durch die Heranziehung des Artikels 88 der Hessischen Verfassung, sondern die Einführung eines Sondervermögens über 12 Milliarden € mit einer Tilgung von 30 Jahren. Die aktuelle Regierung hat es noch im März 2020 für zielführend erachtet, die haushalterischen Probleme und ihre Lösungsansätze, soweit sie überhaupt im Wirkungsbereich der Landesregierung angegangen werden können, von einer von allen Parteien dieses Landtages getragenen konsensualen Atmosphäre und Verantwortung zu besprechen und zu beschließen. Die verhängnisschwangere Sinnentleerung der Schuldenbremse wäre nicht notwendig gewesen. Nun hat sich die schwarz-grüne Regierung aber für einen anderen Weg entschlossen, und wir haben es hinter uns. Aus einem tiefen bürgerlichen Verantwortungsgefühl für Hessen heraus sehen wir uns nun genötigt, der Regierung gutes Gelingen zu wünschen. Wir haben aber große Sorgen, dass mit der Aufteilung des Haushalts in ein Sondervermögen und in einen Resthaushalt hier ein falscher Weg eingeschlagen wird. Beeindruckend in Ihrer Rede war z.B., dass Sie ja von der festen Tilgungsregelung ausgeht. Ja, das ist ja richtig. Das muss so sein im Sondervermögen. Das machen Sie aus dem Haushalt. Das ist immer ein toller Trick. Sie propagieren die Idee, dass die Trennung in ein Sondervermögen und in einen ordentlichen Haushalt allein schon aus Gründen der Transparenz bei allen sofort erkennbaren Risiken und Problemen absolut notwendig ist. Der heute vorliegende Gesetzentwurf widerspricht dabei in wesentlichen Teilen Ihren eigenen und den gesetzlichen Vorgaben. Erstens. Sie übertragen zwar die bereits bewilligten und schon getätigten Ausnahmen sowie die dazugehörigen Kreditermächtigungen des ersten Nachtragshaushalts in Höhe von 2 Milliarden € auf das Sondervermögen. Bei den Steuerausfällen, ebenfalls eindeutig Corona-bedingt, verfahren Sie aber anders. Diese Steuermindereinnahmen von 3 Milliarden € und die damit notwendig werdenden Kredite belassen Sie wieder im Haushalt. Allein schon dieses Beispiel steht Ihrem Anspruch im Weg, dass durch die Errichtung eines Sondervermögens eine höhere Transparenz erzielt werden kann. Die Regierung schafft sich vielmehr durch das Belassen der zu deckenden Steuerausfälle im Haushalt zusätzliche Handlungsspielräume im Sondervermögen für andere Ausgaben, die hier ja auch schon angesprochen wurden. Wir sehen darin ebenfalls eine Wahlkampfkasse für die Jahre 2020 bis 2023/24. Laut § 2 Absatz 1 des Gute-Zukunft-Sicherungsgesetzes GZSG darf das Sondervermögen lediglich, das ist Ihr eigener Text, lediglich der Finanzierung der notwendigen Maßnahmen zur Beseitigung der direkten und indirekten Folgen der Coronavirus-Epidemie und zur Verhinderung weiterer Schäden dienen. Sie sehen, ich schließe das ab, damit es ganz genau ist. Es stellt somit eine direkte Verzahnung und damit den gesetzlich notwendigen Zusammenhang zwischen dem Beschluss der Notsituation und den Maßnahmen her. Wie der Rechnungshof aus einer Fachpublikation zitiert, dürfen Kredite im Haushalt nur zu dem Zweck und dem Umfang aufgenommen werden, der dazu absolut erforderlich ist, die Handlungsfähigkeit des Staates in Notsituationen sicherzustellen. Wesentliche Teile der in diesem Paragraph gelisteten Zwecke und Mittelverwendung des Sondervermögens erscheinen jedoch nicht einmal mittelbar geeignet, eine Abmilderung des Corona-bedingten Wirtschaftseinbruchs zu erzielen. Mit Kreditermächtigungen für den Erhalt der staatlichen Infrastruktur, für Investitionen in die digitale Transformation und den Klimaschutz werden Mittel für genuine Landesaufgaben sowie den vor der Corona-Krise bereits bestehenden Investitionsstau und für spezifische Projekte der Regierungskoalitionäre reserviert, ohne dafür an anderer Stelle Kürzungen vornehmen zu müssen. Um die absehbaren Probleme mit dem unnötigen Sondervermögensgesetz zu vermeiden und um die Möglichkeiten von Nachtragshaushalten zu erhalten, hat die Fraktion der AfD im Haushaltsausschuss eine Reihe von Anträgen eingebracht. Ist zu viel, glaube ich. Diese orientieren sich an den vom Rechnungshof in seiner Stellungnahme vom Juni 2020 hervorgehobenen Haushaltsgrundsätzen der Einheit und Vollständigkeit, aber auch den in § 14 Absatz 2 festgehaltenen Ermächtigungen des Finanzministeriums zur Begrenzung der Neuverschuldung Rücklagen aufzulesen. Das hatte ja die FDP und die SPD auch vorgeschlagen.
Damit erübrigen sich exorbitante Kreditermächtigungen über mehrere Jahre. Mit ordentlichen jährlichen Haushalten und der Möglichkeit der von der Regierung zu beschließenden Nachtragshaushalten wäre die Kontrollfunktion des Haushaltsausschusses und die Budgethoheit des Landtags gewährt. Wenn bei SPD und FDP wirklich ein ehrliches Interesse daran bestanden hätte und bestünde, dieses Sondervermögen zu vermeiden, wie Frau Nancy Faeser ja in der Presse bekundet, hätte eine Zusammenarbeit bei den Anträgen für den Haushaltsausschuss unserem weitgehend gemeinsamen Anliegen mehr Bedeutung und Gewicht verliehen. Laut einem Artikel in der Hessischen Allgemeinen vom 3. Juli 2020 arbeitet die SPD aber ja grundsätzlich nicht mit der AfD zusammen. Sogar dann nicht, ja, da sind noch mehrere hier. So dann nicht, wenn es zum Nutzen ihrer eigenen Wähler wäre. Die finanzpolitischen Bedenken, sich mit der Linken in ein Boot zu setzen, teilen wir. Niemand weiß, wie sich die Wirtschaft, wie sich die Pandemie in Deutschland, in der Europäischen Union, in der Welt in den nächsten Monaten entwickeln wird. Ob es nun mit einem V, einem U, einem W oder gar mit einem L weitergeht, es werden von der Regierung in sehr kurzen Zeiträumen Entscheidungen verlangt werden, bei denen sogar das heutige Sonderprogramm unbedeutend erscheinen wird. Wenn wir einmal nicht von dem Konzept ausgehen wollen, dass die Welt sowieso nicht mehr zu retten ist, und dass unsere Währung nicht mehr zu einer gewissen Stabilität zurückführen kann, müssen wir die Ausweitung der Kredite auf allen Ebenen auf das Notwendigste reduzieren und besonders, und das ist eigentlich das Wichtigste, diese Kredite in Hessen, in Deutschland und in der EU für Investitionen einsetzen, die den Zielen einer langfristigen, resilienten Entwicklung dienen. Die Erfahrungen, die wir im Haushaltsausschuss mit der Berichterstattung zum Vollzug des ersten Nachtragshaushaltes gemacht haben, lassen uns nicht sehr zuversichtlich in die Zukunft blicken. Die Zustimmungspflicht im Haushaltsausschuss für Einzelpositionen über 1 Million € ist ein Feigenblatt, da die Landesregierung uns in den Monaten nach dem März 2020 ja schon klargemacht hat, dass sie ohnehin nicht an einem Konsens, einem Einvernehmen mit der Opposition interessiert ist. Ihre kombinierte Forderung der Änderung des Artikel 141 Gesetzes und die gleichzeitige Etablierung eines Sondervermögens war der haushaltspolitische Overkill. Der Entscheidungsprozess der Regierungskoalition dürfte zeitlich ungefähr folgendermaßen abgelaufen sein. Nachdem es fraglich wurde, ob die von der Koalition notwendig gesehenen Maßnahmen ein weiteres Mal und gegebenenfalls wiederholt vom gesamten Landtag mitgetragen würden, hat sich versucht, wenigstens die gemäß Artikel 141 Gesetz benötigte 2/3 durch Verhandlungen mit Teilen der Opposition, mit der SPD, mit der FDP ein bisschen weniger, abzusichern. Da ihr Bedenken kamen, diesen von Herrn Kaufmann ja auch als unwürdig empfundenen Vorgang in die Zukunft mehrmals wiederholen zu müssen, wurde die Idee des Sondervermögens geboren. Nachdem die beiden vom Finanzminister als demokratisch geadelten Parteien der Opposition, die SPD und die FDP, zu denen wir ja nicht gehören, sich aber verweigerten, blieb der Regierung nur die Möglichkeit, mit dem rabiaten Rückgriff auf den Artikel 88 der Hessischen Verfassung die Axt an die Schuldenbremse zu legen. Die schwarz-grüne Koalition braucht das Sondervermögen eigentlich nicht mehr. Um ihr Gesicht zu verlieren, besteht sich aber trotzig darauf. Jetzt wollte ich eigentlich dem Herrn Bouffier was sagen. Ich dachte einmal, sehr geehrter Bouffier, wenn er mich irgendwo hört. Da wir uns hier heute intensiv über Haushalte unterhalten, habe ich mich heute Morgen über Ihre Intervention auf HR Info richtig gefreut. Sie haben gesagt, dass man nun wirklich nicht Professor der Volkswirtschaft sein muss, um zu verstehen, dass Deutschland der größte Nutznießer der EU und des Euro ist. Auch Hessen ist ja von diesen Entscheidungen sehr betroffen. Nur oberflächliche Kenntnisse der Volkswirtschaft sind dann offensichtlich geradezu eine Voraussetzung, um zu verstehen, dass folgende Vorgänge sehr vorteilhaft für Deutschland sein sollen. Erstens, das vorzeitige Abschalten von im Weltmaßstab sauberen Kohlekraftwerken unter Zahlung von 4 Milliarden für den Eigentümer und Subventionen von über 40 Milliarden für die Lausitz alleine, damit dort Arbeitsplätze künstlich aufgebaut werden können. Zweitens, das große Willkommensprogramm WSCHD
mit Kosten von 50 Milliarden € seit 2015 pro Jahr, also bisher mindestens 250 Milliarden €. Herr Scholz hätte seine neuen Kredite damit aus der Portokasse bezahlen können. Bei der Industrie aufgezwungen, davon ist ja Hessen auch betroffen, der Industrie aufgezwungenen neuen Generation der Autos muss man einen Scheck über 6.000 € auf den Sitz legen, damit die Menschen sie überhaupt kaufen wollen. Ähnliche Fragen kommen mir bei den wesentlichen Teilen dieses 12 Milliarden Sondervermögens, den monströsen Kreditaufnahmen im Bund, nur noch übertroffen von der EU und der Kommission. Dass man den Menschen in anderen Ländern Geld schenken muss, damit sie bereit und in der Lage sind, unsere Waren zu kaufen, das ist für mich nun wirklich ein neues Wirtschaftsmodell. Ich bin ja auch kein Volkswirt. Danke schön. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Altkamp. Nächster Redner ist der Abg. Matthias Wagner, Fraktionsvorsitzender der Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir geben heute mit dem Sondervermögen eine große Antwort auf eine große Krise. Mit dem Sondervermögen helfen wir den Menschen in unserem Land, wir helfen den Unternehmen in unserem Land, die durch das Virus völlig unverschuldet in schwierige, in teilweise existenzbedrohende Situationen geraten sind. Wir investieren mit dem Sondervermögen in nachhaltiges Wachstum, indem wir unter anderem Schwerpunkte bei Klimaschutz und bei Digitalisierung setzen. Und vor allem schafft das Sondervermögen das, was die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land in einer Krisensituation am notwendigsten brauchen: Planbarkeit, Verlässlichkeit und Sicherheit, meine Damen und Herren. Und nach den wochenlangen Diskussionen über die Ausgestaltung dieser Hilfen bin ich sehr froh, dass heute an diesem Samstagmorgen endlich einmal die Inhalte der Hilfen im Mittelpunkt stehen oder zumindest stehen sollten, meine Damen und Herren. Mit diesem Tag ist der Weg für die Corona-Hilfen für die Menschen in unserem Land frei. Und ja, wir haben intensiv diskutiert, und das gehört zur Demokratie selbstverständlich dazu, über den richtigen Weg zu ringen. Aber jetzt geht es darum, dass wir den Menschen konkret helfen wollen. Wir haben uns jetzt für einen Weg entschieden. Und deshalb hätte ich mir gewünscht, dass auch in dem Redebeitrag des Kollegen der SPD deutlich mehr über die Inhalte, deutlich mehr über die Problemlösung geredet wird, als über Ihre Theorien und über Ihre immer weiter Fortsetzen der Diskussionen über Sachen, die schlicht und ergreifend auch jetzt heute mal entschieden werden. Herr Kollege Weiß, jedes Drama, auch das Drama, was Sie aufführen, muss irgendwann auch mal ein Ende haben. Jedes Drama muss irgendwann auch mal ein Ende haben. Und das Drama muss ein Ende haben, weil es um die konkreten Hilfen für die Menschen geht. Ja, wir müssen intensiv diskutieren. Ja, wir müssen um den richtigen Weg ringen. Aber irgendwann müssen wir dann auch einmal entscheiden, damit die Menschen wissen, wie es weitergeht. Sie können uns für diese Entscheidung kritisieren. Das ist ausdrücklich richtig. Das gehört zur Demokratie dazu. Aber bitte kritisieren Sie uns nicht dafür, dass wir jetzt entschieden haben und dass wir einen Weg aufzeigen, wie wir den Menschen in unserem Land in dieser Situation unterstützen. Die Bürgerinnen und Bürger wollen Klarheit, sie brauchen Klarheit, und sie bekommen heute Klarheit. Und ja, wir wären diesen Weg gerne weiter gemeinsam mit der Opposition gegangen, so wie wir das beim ersten Nachtragshaushalt gemacht haben.
Aber das war am Ende nicht zu erreichen. Und jetzt können wir, nein, Herr Kollege Büger, das machen wir jetzt ausdrücklich nicht, diesen Streit, wer ist schuld und wer ist nicht schuld, weil mit Verlaub auch das interessiert die Bürgerinnen und Bürger herzlich wenig, Herr Kollege Büger. Ja, wir sind auch in der Frage uneinig, warum es nicht geklappt hat, beieinander zu bleiben. Aber wo wir uns doch nicht uneinig sein dürften, ist, dass man dann entscheiden muss. Es kann doch nicht die Alternative sein, dass wir weitere Wochen über Hilfen nur geredet hätten, statt sie zu gewähren. Es kann doch nicht die Alternative sein. Es kann doch nicht die Alternative sein. Es kann doch nicht die Alternative sein, dass wir Stillstand haben, und es kann doch auch nicht die Alternative sein, dass wir Blockade haben. Werfen Sie uns gerne vor, dass Sie unseren Weg falsch finden, aber werfen Sie uns nicht vor, dass wir den Menschen in unserem Land helfen wollen. Und ich sage auch, werfen Sie es uns nicht so maßlos vor, wie Sie es getan haben in Ihrer Wortwahl. Vergleich mit totalitären Regimen. Abgeordnete der Regierungsfraktionen wurden von Oppositionsabgeordneten als charakterlos bezeichnet. Sie wurden als unmoralisch bezeichnet. Liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, eine solche Wortwahl zeigt, dass Sie den Ernst der Lage nicht verstanden haben, dass Sie ihn nicht verstanden haben. Und ich sage noch eins: Keinem Abgeordneten von CDU und vom Bündnis 90 die Grünen fällt es heute leicht, diesen Weg zu gehen. Keinem fällt es leicht, diesen Weg zu gehen. Warum es uns am Ende nicht schwerfällt, sage ich Ihnen gleich, Herr Kollege Rock. Keinem fällt es leicht, diesen Weg zu gehen. Keiner hat es sich leicht gemacht, über ein so hohes Maß an Verschuldung zu entscheiden. Warum es uns aber heute nicht schwerfällt, Herr Kollege Rock, diesem Paket zuzustimmen, ist unter anderem dieses Drama, was Sie hier aufgeführt haben, weil unsere Aufgabe ist es, eine Antwort zu geben, und das tun wir heute. Das Sondervermögen schafft endlich Planbarkeit für unsere Kommunen. Und gerade die Kommunen sind es doch, die mehr brauchen als eine Planbarkeit von Nachtragshaushalt von Nachtragshaushalt. Die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker wollen doch wissen, was ist die Perspektive in meinem Gemeindeparlament, in meinem Stadtparlament? Wird uns das Land helfen, die dramatischen Steuermindereinnahmen auszugleichen, oder werden wir uns die nächsten Jahre in unserem Gemeindeparlament nur damit beschäftigen müssen, welche Infrastruktur für die Bürgerinnen und Bürger wir streichen müssen? Das wollen wir ausdrücklich nicht, sondern wir wollen die Sicherheit geben, dass die Kommunen weiter Leistungen für ihre Bürgerinnen und Bürger erbringen können. Das Sondervermögen schafft Verlässlichkeit für den Landeshaushalt. Ist gut, Herr Rock, ist gut. Ja. Es schafft Verlässlichkeit für den Landeshaushalt. Und da geht es auch um mehr als dieses Fingerhaken zwischen Regierung und Opposition, ob Sie es gut finden oder ob Sie es schlecht finden, dass das Land Planungssicherheit hat. Weil auch hier haben wir eine Aufgabe zu erledigen. Und auch hier wollen die Bürgerinnen und Bürger wissen, wird sich das Land die kommenden Jahre ausschließlich mit Sparhaushalten beschäftigen? Wird es sich ausschließlich damit beschäftigen müssen, dramatisch in die Infrastruktur dieses Landes einschneiden zu müssen? Oder haben wir eine Antwort, wie wir der Krise nicht hinterhersparen, sondern die Krise gestalten können? Darum geht es mit einer mehrjährigen Antwort.
Und ich will das mal sehr konkret sagen, warum es eben nicht reicht, nur bis zum 31. Dezember dieses Jahres zu denken. Die prognostizierten Steuermindereinnahmen für das Land für das Jahr 2022, Frau Kollegin Faeser, für das Jahr 2022 betragen 1,4 Milliarden Euro. Und wenn wir darauf heute keine Antwort geben, dann müssten wir eine Antwort geben, wie wir 1,4 Milliarden Euro in diesem Haushalt einsparen müssten. Und, Frau Kollegin Faeser, da müssten wir jetzt damit beginnen, mit diesen Einsparungen. Und damit es nicht so abstrakt bleibt, Frau Kollegin Faeser, 1,4 Milliarden Euro entspricht dem Jahresgehalt von 25.000 Lehrerinnen und Lehrern. Die könnten wir nicht bezahlen, wenn wir heute keine Antwort geben. Es geht nicht um das Fingerhaken zwischen Regierung und Opposition. Es geht um eine Aussage darum, ob wir uns ob wir der Krise hinterher sparen müssen oder ob wir eine entschiedene Antwort auf diese Krise geben können. Heute, Frau Kollegin Faeser, morgen und in den nächsten Jahren. Das Sondervermögen schafft Sicherheit, dass wir die wirtschaftlichen Folgen dieser Krise bewältigen wollen. Fast 2 Milliarden Euro stehen für diesen Bereich im Sondervermögen zur Verfügung. 2 Milliarden Euro, mit denen wir Unternehmen helfen wollen, mit denen wir Überbrückungskredite gewähren wollen, damit diese Unternehmen durch diese Krise kommen, damit sie Arbeitsplätze erhalten können. 2 Milliarden Euro, die wir in Ausbildungsprogramme investieren wollen, damit mit dem nächsten Ausbildungsjahr wir eben keine verlorene Corona-Generation bekommen, sondern die Unternehmerinnen und Unternehmer ermutigen können, die Ausbildungsplätze zu schaffen. Und, Frau Kollegin Faeser, einen Ausbildungsplatz schafft man auch nicht nur bis zum 31.12. dieses Jahres. Das Sondervermögen schafft Flexibilität, um auf krisenbedingte Bedarfe der Gesellschaft zu reagieren. Als Ersten fällt uns natürlich da allen das Gesundheitswesen ein, wo Unfassbares geleistet wurde und übrigens weiter wird. Weil wir halten natürlich Kapazitäten vor für den Fall, dass das Virus sich wieder weiter ausbreitet. Das wollen wir finanzieren. Wir wollen Bildung, Ausbildung, Forschung und Hochschule investieren. Wir wollen die soziale Infrastruktur, die kulturelle Infrastruktur in unserem Land erhalten. Und wir wollen denen Hilfe bieten, die durch die Krise besonders betroffen waren. Deshalb erhöhen wir Zuschüsse für Frauenhäuser. Deshalb kümmern wir uns um Gewaltschutzprojekte. Deshalb unterstützen wir die Tafeln, weil wir niemanden in dieser Krise allein lassen wollen und weil wir die Gesellschaft zusammenhalten wollen, meine Damen und Herren. Und wenn wir über die Inhalte dieses Programms reden, dann verpufft ganz viel von den vorgetragenen Reden der Opposition. Und, meine Damen und Herren, das, was wir hier in Hessen tun, das finden Sie übrigens auf der europäischen Ebene mit dem 750-Milliarden-Paket der Europäischen Union. Das finden Sie auf Bundesebene. Das finden Sie in allen anderen Bundesländern. Sind die Hilfspakete in etwa ähnlich gestrickt, so wie wir das hier in Hessen machen. Und natürlich, alle Konjunkturpakete enthalten auch eine Konjunkturkomponente. Alle Pakete wollen Konjunktur anreizen durch Investitionen. Und alle Pakete, egal ob in Europa, im Bund oder in allen anderen Bundesländern, sagen, dass sie die Konjunktur natürlich auch anregen wollen über Investitionen in Klimaschutz und in Digitalisierung. Nur bei SPD und FDP im Hessischen Landtag ist das Grund für Streit und für Aufregung. Nur für SPD und FDP.
Redner der SPD haben sich sogar über die Maßnahmen zum Klimaschutz in dem Paket lustig gemacht, von diesem Redepult aus lustig gemacht. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, Sie werfen uns vor, in der Krise würde sich der Charakter zeigen. So weit gehe ich nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD. Aber in der Krise zeigt sich, wer es mit dem Klimaschutz ernst meint und wer nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD. Das Sondervermögen ist eine einmalige Antwort auf eine einmalige Krise. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linkspartei, es ändert nichts, aber auch gar nichts an der Notwendigkeit der Schuldenbremse in unserer Verfassung, um das ganz deutlich und ganz klar hier zu sagen. Die Schuldenbremse sieht vor, dass man in Ausnahmesituationen und nur dann Schulden aufnimmt. Und genau das tun wir jetzt. Wer aber, liebe Kolleginnen und Kollegen von der LINKEN, glaubt, dass man seine Politik, das, was man für richtig hält, prinzipiell nur über Schulden finanzieren kann, der wird in einer Krisensituation eben nicht handlungsfähig sein. Der wird dann nicht ein Sondervermögen auf den Weg bringen können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist entschieden zu laut. Herr Schalauske, ich bitte Sie jetzt, nur dem Redner zuzuhören. Liebe Kolleginnen und Kollegen von den LINKEN, Sie mögen Ihre Politik für einen permanenten Krisenzustand halten und deshalb auch permanent Schulden aufnehmen wollen. Die Fraktionen von CDU und Bündnis 90 die Grünen sehen das ausdrücklich nicht so. Deshalb stehen wir weiter zur Schuldenbremse in unserer Verfassung. Meine Damen und Herren, der Weg für die Corona-Hilfen ist frei. Das Drama hat ein Ende. Das ist die Botschaft dieses Tages, und diese Botschaft ist eine gute Botschaft. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.